freue mich auf Sie und wir werden mit ein paar Mythen einfach so ein bisschen aufklärend umgehen. Denn oftmals denkt man sich, ach komm, dann mache ich ein paar Klappmesser und dann gehe ich ab und an eine Runde laufen und dann lasse ich mal das Bierchen weg und dann wird das schon. Wir holen richtig aus, erst in der Küche, denn dort wird der Sixpack eben auch gemacht. Und dann geht es noch an ein paar Übungen. Also gerne erstmal sich umziehen, denn es darf nicht nur gegessen werden. Legen wir sozusagen los. Ich habe mir so eine kleine Eselsbrücke gebaut. Da finde ich den roten Faden wieder. Zuallererst mal zu dem Thema, wie oder wann oder wer schafft es überhaupt, einen Sixpack zu formen. Da fangen wir tatsächlich ganz von vorne an. Es ist hauptsächlich ein genetisches Thema. Also eher die Herren, weniger die Damen. Dann hat es auch ganz viel mit Disziplin zu tun und natürlich eben auch mit dem richtigen Essen. Wir fangen zuerst mal mit der Genetik an. Viele, sowohl Damen als auch Herren, haben unterschiedliche Körperformen von Haus aus. Es gibt praktisch den Apfel von Haus aus. Ein anderer Begriff, Pücknicker, immer eher etwas rundlich. Bei den Damen kommt dann auch ab und an das Birnchen vor. Oben eher schmal, obwohl man gerne breiter wäre, aber der Popo ist sozusagen ausladender. Und das ist auch gar nicht schlimm, das hat man uns wortwörtlich in die Wiege gelegt. Denn wir stornieren hier gerne sogar wirklich gutes Fett. Das ist jederzeit abrufbar, vor allen Dingen eben auch in einer Schwangerschaft. Darum hat auch diese Verlagerung so ein ganz klein wenig hormonelle Gründe. Kommen wir noch zu den sogenannten Rettichen. Jetzt hatten wir die Äpfel, wir hatten auch schon die Birnchen und dann sprechen wir noch ganz kurz den Rettich an. Dazu hatte ich auch schon ein Buch geschrieben. Der Rettich, breite Schultern, der Athletiker, meistens auch sehr sportlich, ein Kraftsportler und hört dieser auf, Sport zu treiben, mutiert er so ganz dezent in Richtung Apfel. Kommen wir aber zurück zum Sixpack. Der Sixpack wird dann sichtbar, wenn das Hautfett fast immer deutlich unter 15% geht. Und spätestens jetzt dürfte es klar sein, dass es nicht einfach mit ein paar Klappmessern getan ist. Er entsteht tatsächlich über sehr viel Disziplin in der Küche. Was unterstützen kann, erkläre ich gleich. Und vor allen Dingen aber auch im Bereich des Sports. Ausdauer ganz wichtig, denn über Ausdauer, was Sie vielleicht auch von mir kennen, selber aber vielleicht auch gerne radeln oder joggen, walken, Trampolin, schwimmen. Ich denke, Ausdauer ist klar, muss gar nicht zu intensiv sein, gerne dafür mindestens 20 bis 30 Minuten. Im Anschluss dann schlaue, effiziente Bauchmuskelübungen. Und die werden wir dann nachher auch zusammen praktizieren. Früher ganz viel von diesen Kopfnickerle, Crunches, möglichst 100, möglichst 1000, selbst Pilates, The Hundreds, Kopf nach vorne, hier wurde gearbeitet. Wir machen es tatsächlich so ein bisschen anders, denn bevor wir in Richtung Küche wandern, wir haben Bauchmuskeln, die ziehen von Brustbein zu Schambein, die ziehen uns quasi nach vorne. Wenn wir also eh den ganzen Tag so sitzen, sind die sowieso verkürzt. Wenn wir jetzt noch ein paar Klappmesserchen machen, verkürzen sie sich noch mehr. Ein Sixpack gibt es ganz sicher nicht, eher eine rundrückige Haltung. Deswegen werden wir nachher eher intelligente Art von Liegestütz machen oder andere Möglichkeiten, die den Bauch schon mal platter machen. Kommen wir zu diesen circa 15%. Dazu sollten wir also auf alle Fälle Körperfett verlieren. Ich denke, auch hier sage ich nichts Neues. Es ist immer so, wir verbrauchen oder brauchen ungefähr 2000, je nach Körpertyp und je nach Sport, viel Sport, jung, Mann, locker 3000. Dame, 50 plus, eher sitzend, nicht so viel Sport, circa 2000 Kalorien. Sind wir drüber, nehmen wir zu, sind wir drunter, nehmen wir ab. Und jetzt komme ich aber noch, weil das bin ich mir sicher, wussten Sie, jetzt komme ich noch mal mit so ein paar Tipps um die Ecke.
Wir verbrennen immer dann Fett, wenn wir nichts essen. Also wenn wir möglichst lange Pausen machen. Ein Intervallfasten, derzeit gehypt, ist also absolut anzuraten, wenn wir Gewicht verlieren wollen. Nicht nur um abzunehmen, sondern tatsächlich auch um die Zellen zu entmüllen, also die Autophagie zu befürworten und natürlich um den Insulinspiegel möglichst niederzuhalten. Der Blutzuckerspiegel ist stabil, eine Hungerattacke bleibt aus. Es kursiert nicht viel Insulin im Körper. In dieser Pause kann Fett verbrannt werden. Wird Fett verbrannt, reduziert sich das Körperfett. Reduziert sich das Körperfett, werden diese sehnigen Einschnürungen im Bereich der Bauchmuskulatur sichtbar. Wir haben eine Längseinschnürung, die sogenannte Rectusdiastase, die bei vielen Damen während den Schwangerschaften aufgeht. Denn irgendwo müssen diese paar Kilos ja hin und später sich erstmal gar nicht wieder ganz schließen. Das ist eigentlich ein viel größeres Problem, als mit über 50 noch seinen Sixpack-Bauch blank zu zeigen. Auch da haben wir nachher Möglichkeiten. Alle Bauchmuskelübungen, die wir zusammen machen, sind gut, um eine Rectusdiastase wieder eher zu schließen. Ganz anders der 30-jährige Herr. Der würde eben gerne diesen Sixpack zeigen und dafür muss auch der zum einen turnen und zum anderen tatsächlich deutlich Fett reduzieren. Bleiben wir nochmal bei dem Insulinspiegel. Was senkt den Insulinspiegel? Und da habe ich mir jetzt die diversen Eselsbrücken aufgebaut. Eiweiß ist unter den drei Energieträgern, Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß, der Energieträger, der den Blutzuckerspiegel am längsten aufrechterhält. Essen wir Eiweiß, sind wir quasi am längsten satt. Und ich bin mir sicher, Sie haben das alles selbst schon am eigenen Leib getestet. Sie machten sich drei Rühreier. Wir sind in der motivierten Phase. Noch ganz viel Ballaststoffe. Da passt Zwiebeln, da passt Knoblauch, da passt Paprika, da passt Tomate, da passen Kräuter. Da passt alles mit rein. Spinat würde in ein Rührei noch sehr gut reinpassen und es kommen eigentlich nur Ballaststoffe, ganz wenig Kohlenhydrate, ganz viel Eiweiß. Und wenn wir uns davon satt gegessen haben, da bin ich mir ganz sicher, da denken Sie 2 Stunden später nicht schon wieder ans Essen. Sonst war es zu wenig Rührei. Aber bei 3 Rühreiern mit viel, viel Gemüse sind Sie einfach stundenlang satt. Hat ungefähr, je nach Gemüse und bitte auch beim Fett in der Pfanne sparen, circa 400 Kalorien und es macht Sie stundenlang satt. Jetzt nehmen wir 2 Brötchen, bestreichen die noch gar nicht opulent mit Butter, geben auf 1 Marmelade und auf 1 Honig. Wir haben quasi 0 Eiweiß. Schnell verfügbare Kohlenhydrate. Es war wunderbar. Es hat deutlich mehr als 400 Kalorien, vermutlich fast 600 Kalorien. Oft noch der Fehler, warum nicht ein Glas Orangensaft dazu? Dann sind wir schon bei 700 Kalorien, fast keine Ballaststoffe. Ich erwähnte schon 0 Eiweiß und ich kann Ihnen garantieren, 1 Stunde später überlegen Sie, was Sie jetzt um Gottes Willen essen können. Sie wissen zwar, das Frühstück war ausreichend, ausladend, aber Sie haben Hunger. Und deswegen wieder zurück zum Sixpack. Es geht nicht nur um die Kalorien. Es geht um schlaues Essen. Es geht um gute Fette. Es geht um Ballaststoffe. Und auch hier würde ich gerne mal so richtig aufklären, was denn diese Ballaststoffe sind. Denn auch wenn ich mich bei jungen Menschen gerade frisch Top-Abi umhöre, war nicht gerade Biologie das Leistungsfach, dann ist bei Ballaststoffen so irgendwas, das schwer im Magen liegt? Nein, definitiv nicht. Ballaststoffe sind kalorienfreie Pflanzenfasern, sind elementar wichtig, nicht nur um Darmkrebs vorzubeugen. Sie sind elementar wichtig, um uns möglichst lange satt zu machen, um den Magen zu füllen, um sich auszuweiten. Wir haben, was viele auch nicht wussten, in der Magenwand Rezeptoren, Reizempfänger, die auf Druck reagieren. Drum ist beispielsweise vor dem Essen tatsächlich lange vorher ein Apfelessigdrink
oder ein großes Glas Wasser, wenn man möchte, oder eine klare Brühe oder ein möglichst großer fettarmer Salat. Das ist einfach Volumen. Und wenn wir dann schon mal Volumen haben, selbst wenn wir im Anschluss vielleicht ein paar Pommes essen wollen oder uns ein Steak brutzeln, reicht einfach die Hälfte. Nur ist die Hälfte oder FDH alleine reicht nicht, denn wenn wir von allem, was wir essen, nur die Hälfte essen, statt einem Ei nur ein halbes, statt einer Schokolade in Gottes Namen nur die Hälfte, macht uns das nicht satt, denn das Volumen fehlt. Sie sehen, wir können uns ganz schön lange in der Küche aufhalten und wir toben uns relativ hier lange aus. Vielleicht sehen Sie gleich ad hoc, da finde ich ganz viel, was mir schmeckt. Oder Sie sagen von Anfang an, Lauch, Sellerie, Kohl, überhaupt Kohl, Paprika, naja, warum nicht? Und warum die ganzen Zitrusfrüchte? Da bin ich dann schon bei der nächsten Eselsbrücke. Obst ist gut, Gemüse ist besser. Obst hat Zucker, Fruchtzucker. Ist zwar deutlich besser als ein Gummibärchen, nur Fruchtzucker, gerade in Übermaß, belastet schon auch die Leber. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Die Leber dürfen Sie nächst einem riesengroßen Stoffwechselautomaten auch als eine Art Lager vorstellen. Das Lager hat genau Platz für ungefähr 400 Gramm Zucker. So, ist dieser Zucker zusammen mit den Muskeln und dem Speicher einfach leer, dann sagt wortwörtlich die Leber, wir holen uns jetzt Fett von woanders und verstoffwechseln das wieder zu Zucker. Wichtig ist nur, ist die Leber überbelastet durch zu viel Alkohol oder zu viel Zucker? Ist sie müde? Ist sie träge? Und der Stoffwechsel funktioniert nicht. Suchen wir uns also möglichst zuckerarmes Obst. Und das ist dann ganz sicher nicht so eine Banane. Schon gleich gar nicht so braun. Wenn schon Banane, dann gerne leicht grün. Also relativ hart. Eine sehr gute Art der Stärke ist dann nämlich Futter für die guten Darmbakterien. Aber das Thema Darm erledigen wir in einem anderen Kapitel. Wir bleiben noch bei unserem Sixpack. Und jetzt kommt die wirklich wunderschöne Nachricht, auch für Damen über 50. Da zitiere ich Catherine Deneuve, die vielleicht dann manchen noch bekannt ist. Wir müssen uns oder dürfen uns ab einem gewissen Alter dafür entscheiden. Entweder Sixpack oder wir haben einfach ein bisschen Popo und noch Volumen im Gesicht. Denn es trennt sich irgendwann so ein ganz klein wenig die Spreu vom Weizen. Wir können gerne noch täglich joggen. Wir können wirklich gerne uns kasteien mit 1200 Kalorien am Tag, Pausen und einen Sixpack haben. Nur wir werden fast immer dann 5 bis 10 Jahre älter aussehen. Und deswegen trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir haben quasi die Wahl zwischen einfach nur Formen und einer Taille. Und da bin ich dann nämlich beim nächsten Thema. Sixpack ist wirklich wunderschön und genetisch vielleicht auch von ganz vielen Herren und Damen umsetzbar. Ab einem gewissen Alter zählt die Taille und dies sogar nachgewiesenermaßen messbar. Die sollte bei einem Herren nicht länger sein als 102 cm, bei einer Dame nicht länger am Maßband sein als 88 cm. Das ist machbar, das ist elementar, das ist wichtig. Alles andere finde ich großartig. Ich bewundere die Disziplin. Ein paar Tipps habe ich schon gegeben. Und jetzt machen wir uns bereit fürs Training. Einfach was Gemütliches anziehen, gerne die Schuhe aus, eine Decke an den Boden und mehr brauchen wir gar nicht. Ich freue mich dort gleich auf Sie. Wir hatten ja schon alles in der Küche besprochen. Der Sixpack wird in der Küche aber schon auch sportlich gemacht. Ausdauer wichtig. Jetzt geht's allerdings hier am Boden zu den effizientesten Bauchmuskelübungen, die wir vor allen Dingen dann gut gemeinsam machen können, wenn ich sie eben nicht sehe, auch ohne Personal Trainer an der Seite. Die sind sicher und trotzdem sehr effektiv. Über die Seitenlage
langsam in die Rückenlage gleiten. In der Rückenlage gibt es dann nur noch zu beachten, dass viel Hinterkopf am Boden liegt. Drücken Sie den Kopf gerne ein bisschen in den Boden, dann spannt sich vorne die Halsmuskulatur an. Die Knie bringen Sie tatsächlich erstmal über die Hüftgelenke und die Sprunggelenke sind gebeugt. Sprich, die Füße nicht entspannen, sondern Flexion. Sie dürfen ein ganz normales Hohlkreuz haben, also eine Lordose. Sehr häufig wird der untere Rücken explizit tief gedrückt. Das wollen wir jetzt am Anfang noch gar nicht. Wie auch schon in der Küche besprochen, diese Kopfnickerle, diese Crunches sind nur für die gerade Bauchmuskulatur, die sowieso fast immer verkürzt ist. Wir fangen also ganz bewusst erstmal mit den schrägen Bauchmuskeln an. Ihre linke Hand ist in dem Fall heute jetzt auch mal meine linke Hand. Ihre rechte Hand drückt gegen Ihren linken Oberschenkel. Und je fester Sie drücken, desto intensiver spannt sich schon die schräge Bauchmuskulatur an. Für unser Training verwenden wir heute, ohne Musik, die magische Zahl 12. Alle Übungen werden 12-mal wiederholt. Wir strecken 12-mal rechtes Bein aus, kommen mit Knie zu Knie zurück, ausatmen, einatmen. Den Druck nicht vergessen, Knie zu Knie, den Kopf abstützen, ohne ihn nach vorne zu drücken, einfach nur 4 Kilo Kopfgewicht abnehmen. Ausatmen, einatmen, die letzten 4. Her, 3, feste drücken, ausatmen, ausatmen und zurück. Ich kenne Sie nicht, wir machen also nicht zu viel am Stück, allerdings ohne Pause und immer wieder andere Bauchmuskeln. Wir senken die Füße zu Boden ab, heben ganz kurz das Becken ab, damit sich auch hinten der Rücken wieder so ein ganz klein wenig erholt, denn die Rückenmuskulatur hilft zeitgleich mit. Von hier aus jetzt 12-mal Sprunggelenke locker, Knie über die Hüften und die Fußspitzen zurück zum Boden. Her und runter. Einatmen und ausatmen. Einatmen, kurzer Hebel. Ausatmen, langer Hebel. Ein zur Nase, aus zum Mund. Noch 4 Wiederholungen. Noch 3 Wiederholungen. Noch 2. Und ein letztes Mal. Bleiben hier, normale Lordose, hier wieder Beugung, also Flexion. Diesmal stützt die rechte Hand den Kopf und die linke drückt intensiv gegen den rechten Oberschenkel. 12-mal ausatmen, links in die Streckung, einatmen, Knie, Knie. Ausatmen, einatmen, aus, ein. Und Sie sehen auch hier überall machbar. Brauchen kein Equipment. Könnte es natürlich immer mit einem Flexibar oder einem Band variieren, intensivieren. Bewusst jetzt mal nur das Gewicht des Beines, welches hier die Bauchmuskulatur fordern darf. 4, her, 3, her, 2, her, letztes Mal und Pause. Po wieder anheben, entlordosieren. Wenn Sie Ihr Gesäß anspannen, geht das Hohlkreuz unten weg. Das ist gewollt und auch wichtig. Wir gehen Wirbel für Wirbel wieder tief. Und jetzt gehen wir hier in die 90-90-90-Grad-Stellung und wir drücken tatsächlich den Rücken auf den Boden, heben den Kopf an, drücken mit der rechten Hand gegen das linke Bein. Und auch hier die Muskulatur wieder fordern. Ist Ihnen der Kopf zu schwer, legen Sie ihn bitte in die linke Hand. Aber wir probieren es. 4, 3, 2, 1. Beide Hände stützen. 4,
Beide nach vorne. 3, 2, 1. Das war intensiv. Linke Hand, rechtes Bein. 4, 3, 2 und 1. Sie drehen sich bitte zu mir. Auf die Seite, Kopf gemütlich, beide Beine gleich nach oben in die Luft. Wir haben in der Einheit hier nichts zu verschenken. Wir wollen diese circa 15 Minuten in jedem Fall nutzen, um den Bauch zu formen, um die Organe wieder dorthin zu drücken, wo sie hingehören, um eben auch eine Taille zu formen, denn die wird von der queren Bauchmuskulatur geformt. Beide Beine, auch bei Ihnen, sind hoffentlich in der Luft. Die Füße geschlossen, drücken Sie die Füße gerne sogar explizit gegeneinander. Spüren Sie, wie hier alles fest ist. Wir arbeiten gerade isometrisch, das heißt in dem Fall keine Bewegung, die Spannung halten, das Gesäß gerne zusätzlich anspannen, den Arm, warum nicht, noch nach oben nehmen und zurück und hier in der Länge, in der Dehnung für die Brustmuskulatur halten. Wir haben gleich circa eine Minute diese Anspannung genossen, bleiben noch bei der exakt gleichen Muskelgruppe, gehen in den sogenannten Seitstütz, vielleicht in der einen oder anderen Einheit schon mal gemacht. Kann man eigentlich gar nicht oft genug machen, denn die quere Bauchmuskulatur zählt zu den ganz wichtigen. Wer mag und kann, geht tatsächlich in den kompletten Seitstütz noch für 8 Zeiten, wächst hier nach oben, ist stabil unten, hat den Po hier in der Luft, richtig schön oben das Becken und die 8 Zeiten sind dann auch schon vorbei. Bevor wir zur anderen Seite wechseln, ein extrem genialer Plank, also eine Liegestütze, die so ein bisschen in sich hat. Ich liebe die, denn sie dehnt gleichzeitig total verkürzte, tiefliegende Muskeln. Sie drehen ihr Becken nach links, sie senken ihr Becken ab, sie drehen zurück und das Ganze auch zur anderen Seite. Senken, heben, Mitte. Drehen. Senken, heben, Mitte, drehen. Senken, heben, Mitte, drehen. Einmal noch je Seite, Mitte, drehen. Und nochmal senken, heben, Mitte und landen. Wir nehmen den Kopf auf die andere Seite. Auch hier keine Zeit zu verschenken. Beine gleich hoch. Machen Sie es gemütlich, Füße aneinander drücken, Po anspannen, versuchen die Beine wirklich weit oben zu halten. Und wenn man natürlich wirklich jede Minute so nutzt, reichen gut 10, knapp 15 Minuten für ein effektives Bauchmuskeltraining. Den Arm gerne hoch, den Daumen nach hinten. Ich liebe es, wenn man viele Nutzen miteinander verbinden kann. Die Brustmuskulatur ist eh fast bei jedem verkürzt. Alles geht nach vorne. Also arbeiten wir jetzt an der anderen Taillenseite. Hüfte darf auch mitspielen. Brustmuskulatur bekommt Dehnung. 4, 3, 2 und 1. Beide Beine wieder langsam senken. Wir gehen noch einmal zur Mitte. Und wie schon in der Küche besprochen, die Liegestützen, egal in welcher Version, sind die neue Art, die Bauchmuskeln recht ganzheitlich zu fordern. Und wenn die Ausrede, Handgelenke tun mir weh, Schultern tun mir weh, ist so unangenehm, immer auf den Unterarmstütz ausweichen. Wir können auch von hier aus wieder mal 2 Fliegen mit einer Klappe in die Sphinx abtauchen, Becken tief, Länge vorne und wieder in die Anspannung zurück. Nochmal. Becken tief, Po fest, Länge vorne. Schöne Übung auch bei Rückenschmerzen. Und wieder zurück. Das machen wir noch 2-mal. Becken tief, gerne ablegen, Po dann anspannen, Schultern tief, in den Stütz zurück
Und eine letzte Runde. Becken tief, Schultern tief, Blick nach schräg vorne, Po fest, in den Unterarmstütz zurück. Über die Seite noch einmal in die Rückenlage. Die Bauchmuskeln hier haben sich erholt. Sie legen den Kopf jetzt gerne in die Finger, aber im Gegensatz zu früher, wo wir uns den Kopf hier nach vorne gedrückt haben, stützen wir ihn nur an und Sie stellen sich vor, Ihr Brustbein wächst ganz leicht zur Decke und zack sind die Bauchmuskeln fest. Wir gehen jetzt mit den Beinen nach oben. Wir halten und haben diese Spannung und gehen jetzt im Wechsel mit einem Bein immer wieder Richtung Boden. So, was ist der Vorteil? Wir spielen mit den unterschiedlichen Hebeln. Ein langer Hebel, ein kurzer Hebel. Die Bauchmuskulatur arbeitet dynamisch, ohne dass wir sie im oberen Bereich verkürzen. Und wir nähern uns schon so langsam dem Ende dieser Einheit. Und Sie merken, ich verbinde es schon ein wenig mit der Atmung. Achtmal noch. Ausatmen, ein. Wir können auch zusammen zählen. 8, 7, 6, 5, Oberkörper schön in Spannung, 4, 3, 2 und 1. Kurz, leicht entspannen, Knie beugen und strecken. Das ist übrigens immer wieder gut für die Knie. Ohne Körpergewicht mobilisieren und bewegen. Und jetzt nehmen wir, egal welche Faust, zwischen die Knie, drücken den Rücken tief. Sie müssen Ihre Bauchmuskeln extrem merken. Sie flexen Ihre Sprunggelenke, also Beugung, drücken die Faust zusammen und drehen die Unterschenkel so weit es geht nach außen. Was passiert? Wir haben effektives Bauchmuskeltraining und eine richtig gute Hüftmobilisation. Bleiben Sie mit den Unterschenkeln mal draußen und kontrollieren Sie selber. Ist es der gleiche Winkel? Geht eins leichter als das andere? Drücken Sie trotzdem den Rücken tief. Genießen Sie die Innenrotation in der Hüfte und wir machen das Ganze noch viermal zusammen. Auf, zu, auf, zu, zwei mehr, auf, zu, einmal noch auf, halten. Langsam schließen, Kopf in beide Hände und jetzt nochmal, wer es kann und schafft, rechts vor, Knie, Knie, links vor, Knie, Knie, ausatmen, ran, ausatmen, ran, 8 und dann haben wir auch hier wieder die magische 12 erreicht, die letzten 6 Wiederholungen, schön den Kopf nur stützen, nicht nach vorne drücken, 4, 3, 2 und 1. Abstellen und wir finalisieren immer mit den schrägen Bauchmuskeln. Die rechte Hand drückt intensiv circa 20 Sekunden gegen das gegenüberliegende linke Bein. Po ist fest, Rücken tief, Spannung halten. Die Sekunden genießen. Das tun wir dann auch noch auf der anderen Seite. Drücken, halten, atmen, isometrisch die schräge Bauchmuskulatur genießen. Lösen. Wir stehen zusammen auf, an einem Bein festhalten, mit Schwung nach oben. Umdrehen in den Stütz. Knie weg vom Boden. Mit den Händen zu den Füßen laufen, aufrollen und wie fast immer bei mir am Ende die Victory Pose, denn es ging um die Körpermitte, um die Bauchmuskeln und ich hoffe, die eine oder andere Übung war für Sie heute mit dabei.